Dieses Gerät lässt euren Schuh schweben. Schaut es euch an, es wird eingesteckt, dann leuchtet das Ganze, sind wir ein Schuh. Das Ganze läuft über irgendeinen Magneten oder so. Und jetzt schwebt er da wirklich ohne Seil, ohne nichts. Ihr seht, da ist nichts dazwischen. Das habe ich bestellt, das testen wir aus. Hier ist das Teil, mit dem wir unser Schuh schweben lassen können. Wir schauen direkt mal rein. 130 Euro hat das Ganze gekostet. Wow. Ja. Okay, aber vielleicht lohnt es sich ja. Also wenn es echt cool ist, eine coole Deko. Das holen wir jetzt hier einmal raus. Boah. Ja, ich muss, muss dazu aufstehen. Also ist ja schon groß, ne? So. So, das ist quasi das Kernstück von dem Ganzen. Oh mein Gott. Dann haben wir hier natürlich eine Fernbedienung. Mhm. Hier Farben. Wahrscheinlich. Okay, es läuft. Ich weiß nicht, ob es über Akku läuft oder nicht. Das hier ist auch noch mit dabei. Das lassen wir mal hier drin liegen. Mhm. Oh, hier sind Gewichte drin. Falls der Schuh zu leicht ist. Ja. Und natürlich auch die Magnete, damit der Schuh schwebt, weil das läuft alles über Magnetismus. Das legen wir auf die Seite. Hier haben wir auch schon einen Schuh parat, auch ein blauer Schuh. So, und jetzt packen wir das Ganze hier mal kurz aus. Okay. Spannend. Aber ich glaube fast, es läuft nicht über Akku, das muss einfach eingesteckt werden, gell? Boah, aber sieht schon mal wild aus, gell? Also, das glänzt. Leuchtet. Also okay, warte mal, das hier ist unten. Hier haben wir den Stecker für das Netzteil. Mhm. Und den Anschalter. Dann würde ich sagen, dann schließen wir das Ganze an und dann testen wir das direkt. Stecken wir das Ganze mal ein, wir machen mal an kurz und wir sehen. Disco! Cool. Ja, Mann, ja. Okay. Und jetzt muss ich quasi den Schuh hier einspannen, dass er hier ist und frei hängt, also wirklich ohne nichts. Okay, das wäre so, es gibt auch so Schuhsammler, für die ist es natürlich besonders sinnvoll. Jetzt habe ich hier die Magnete. Das ist das ein Magnet. Ich glaube, das ist ein Magnet. Der kommt jetzt in den Schuh, der steht top. Da steht top, das heißt, es ist ja oben. Also hier ist ja oben. Dann muss das hier nach unten. Ich bin noch nie dann kommt das jetzt hier in den Schuh rein. Mhm. Und dann? Und dann muss es jetzt hier oben irgendwo mal. Oh. Ah, und jetzt schwebt der oder was? Lass mal los, schwebt der jetzt? Nee. Hey, Digga, der hängt bleibt oben komplett dran. Aber ich merke, wenn er ein bisschen schwerer wäre. Hä? Hörst du das? Ja, das Geräusch. Warum macht er dann Geräusch? Aber der ist doch zu schwer, oder was? Vielleicht muss unten auch noch ein Magnet rein. Da ist ja noch eine auch noch ein Magnet. Also das sind ja diese Gewichte, oder? Also so wie ich es verstanden habe, gibt es da Gewichte mit dabei, falls der Schuh zu leicht sein soll. Ah, und dann muss man die perfekte Balance quasi finden. Kann das sein? Das kann sein. Also dass du jetzt hier oben die Gewichte reinmachst und dann geht er runter? Einfach so murmeln, wenn ich jetzt in eine Murmel reinschmeiß. Okay, mach mal noch eine rein. Reicht nicht. Oh Gott, okay. Noch mal eine. Mal machen wir runter von dort und dann schau mal. Ich halte es mal kurz so. Jetzt ist rausgefallen. Ist rausgefallen. Oh, also die perfekte Balance zu finden ist gar nicht so leicht. Ey, aber ich bin jetzt mal gespannt. Also Gewichte müssen, wie wir gesehen haben, auf jeden Fall schon mal rein. Ja, das ist auch, also ich bin auch ein bisschen verwundert, dass wir da wirklich nur ein Magnet haben. So, also wenn ich das jetzt hier ran mache. Jetzt die Gewichte und Gewichte. Jetzt. Ah, ich kann den ganzen Beutel hier reinschmeißen, ne? Jetzt mal, jetzt musst du den Schuh die Balance finden, oder? So wie ich das jetzt verstehe. Ich muss jetzt die Balance finden für den Schuh. Oh ja. Oh mein Gott, da war's gerade, ja? Also der Schuh immer noch zu leicht ist, das kann ja jetzt sein. Der rutscht jetzt nach vorne. Und jetzt! Oh ja! Oh mein Gott! Ja! Wie cool sieht das? Also das sieht richtig cool aus. Leute, gönnt euch, da dreht sich aber jetzt. Krank! Also auch vom Feeling her, das ist voll komisch. Oh mein Gott. Jetzt schwebt es einfach. Ey, kannst du jetzt so anschucken, dass es sich dreht noch? Oh ja. Geil. Ich feiere das. Das Ding ist krank. Wenn man einen Lieblingsschuh hat oder so, oder von irgendwo unterschrieben wurde oder sowas, den kann man perfekt hinhängen und zur Schau stellen. Also finde ich dafür schon mal sehr genial.